Willkommen zu meiner Top 10 Super Paper Mario Soundtracks. Hiermit werde ich meine Top 10 vorstellen, wie meine Lieblingssoundtracks in dem Sinne sind, mit Begründung warum. Und ja, Platz 10. Auf Platz 10, Poor Heartgate. Dieser Soundtrack spielt, wenn man eine Welt abgeschlossen hat und das reine Herz erhält. Ich finde, dass dieser Titel Freude ausstrahlt und einfach nur geil ist. Naja, ist halt meine Meinung. Auf Platz 9, der Soundtrack, der in Flipstadt spielt. Die Stadt, in der sich eigentlich alles von der Hauptstory dreht, weil dort halt wichtige Personen wie Merlon, der einem hilft weiterzukommen, wohnt und es einfach der Dreh- und Angelpunkt ist. Und die Musik, es macht einfach richtig Fun zuzuhören und ja, hört einfach mal rein. Platz Nummer 8, Florosapien Caverns. Das spielt in der fünften Welt, im dritten und vierten Level. Und das ist meiner Meinung nach eine der geilsten Welten in dem ganzen Spiel, weil es einfach an Urzeit angelehnt ist. Und naja, der Soundtrack ist etwas geheimnisvoll und weckt Abenteuerlust. Also müsst unbedingt mal reinhören. Der wohl frauenverrückteste Boss ever. Im Fort Conrad. Ein episches Showdown. Gegen ein Chamäleon. Oh mein Gott. Aber die Musik, die ist geil. Und ist ein richtiger Ohrwurm. Aber ja, der Boss ist wie gesagt ein Chamäleon und ein richtiger Nerd. Also nichts für schwache Nerven, würde ich sagen. Ja, ihr seht richtig. Luigi ist auch ein Boss in Super Paper Mario. Aber er ist nicht Luigi, sondern Meister L. Er nennt sich selber auch schon mal den grünen Donner. Und der Soundtrack, ja, der ist nice. Der ist richtig nice.
Könnt ihr ja selbst reinhören. Der meiner Meinung nach gelungenste Boss hat auch ein ziemlich nices, würde ich jetzt sagen, Thema. So, Dementio, einem, ich würde sagen, Clown oder halt so Narr empfunden. Und ja, der wird im Verlauf des Spiels komplett durchdrehen. Und mit durchdrehen meine ich durchdrehen. Und der will dann einfach nachher die gesamte Weltherrschaft an sich reißen. Dreht komplett durch. Und der Soundtrack dazu, der passt einfach. Die Partner in Super Paper Mario sind nicht so wie Paper Mario 2 und 1 Partner, sondern es sind Pixel. Und auch, natürlich haben auch sie ein ganz spezielles Thema. Und ja, es ist klingt einerseits mysteriös, andererseits ist es auch geil. Und naja, es hat was, würde ich jetzt sagen. Hört einfach mal rein. Oder halt auch nicht. Doch, tut mal. Bei keinem anderen Spiel sind die Credits so traurig wie bei Super Paper Mario. Denn sie erinnern mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich das Spiel durchspiele, dass ein richtig geiles Spiel zu Ende geht. Und ja, wenn ich jetzt auch nur dran denke, dass die The Top List bald zu Ende geht. Oh mein Gott. Dann, nein, das hat nichts damit zu tun. Naja, hört einfach mal rein. Und auf Platz 2, The Ultimate Show spielt beim Final Boss Fight und ist richtig nice. In meinen Augen von den
von den Paper Mario Teilen der geilste Endboss-Fight ever. Das meine ich ernst. Ever. Und damit sind wir bei Platz 1 angekommen. Na, wer hätte es gedacht? Proof of Existence. Der geilste Soundtrack aus Super Paper Mario. Ab einer bestimmten Stelle, wenn man das Spiel durch hat, also wenn man den Endboss besiegt hat und alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist, fängt einfach die ehemalige Assistentin des Bösewichts an zu heulen. Und da spielt, wenn man alles richtig macht, ein Punkt von Proof of Existence. Der bringt mich jedes Mal, wirklich jedes Mal zum Heulen. Egal was passiert. Und naja, hört euch dieses geile Soundtrack einfach mal bitte an. Ach, ist das nicht einfach geil. Und damit wären wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr werdet mir 100% nicht mit allen Sachen übereinstimmen. Aber das ist auch egal. Denn es ist halt meine Meinung. Und jeder hat halt eine andere Meinung. Und damit hoffe ich, dass ihr mir vielleicht sogar einen Daumen nach oben geben werdet. Und ja. Bis zum nächsten Video. Ciao!